und herzlich willkommen zur 103. Folge von Forza Horizon 4. Heute reise ich wieder ein wenig in der Zeit zurück, ins Jahr 1968. Zwar zum Lancia Fulvia Coupé. Schon mal ein schönes Auto. Zwar hier als 1.6 HF, was damals auch die stärkste Variante war mit 132 PS. Aus einem V4 Motor, kann man machen. Und ein sehr erfolgreiches Rallye-Auto. Dieses Jahr nahm von 1969 bis, ich glaube, 72 an der Rallye-WM teil und hat diese sogar im Jahre 1972 gewonnen. Und im gleichen Jahr gewann dieser Wagen auch die Rallye Monte Carlo. Deswegen, er kann nicht so schlecht sein. Und ich kann euch beruhigen, die Wagen kommt nicht auf die Teststrecke. Das werde ich heute auf keinen Fall machen. Da muss ich nochmal... dagegen ist Nissan Sentra, glaube ich, schnell. Ich meine, hier D490 ist jetzt natürlich kein Mörderteil. Das soll er auch gar nicht. Natürlich ein schöner Saugmotor. Wie der Name sagt, rund 1,6 Liter groß. Wir könnten umbauen. Auf Heck oder Allrad. Vorderantrieb passt. Und wir könnten den Motor umbauen. Okay, 2 Liter. Rein Vierzylinder. Mit Turbo. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, von wo der ist. Ist das... Nur als blöde Frage, ist das der Motor aus dem Lancia Delta? Weiß ich gerade nicht. Noch ein Turbo-Rallye-Motor, wir bleiben mal bei dem Serienmotor. Der Wagen, der wiegt halt nichts. Und ist auch ziemlich süß, was die Optik angeht, ne? So, natürlich. Ja, Scheinwerfer. Wir fahren ein Rallye-Auto oder so, warum nicht? Ich will ja auch was sehen. Den will ich nicht sehen, den Forza-Spoiler. Und hier. Ha! Was, das bringt 2 Kilo? Alter. Mit den ab damit. Gewicht braucht man nicht. Bremsen braucht man, glaube ich, hingegen schon. Boah, was sagt denn hier der Bremsweg für dein Auto? Oh. War nicht gut. Deswegen kriegt er das so. Nein, Offroad-Fehler kriegt er auch noch. Vielleicht noch ein. Ein Käfig würde sogar passen. Guck mal, nur für die Sicherheit. Und auch für ein bisschen Gewicht. Der Wagen, der wiegt wirklich gar nichts. Ich glaube, Serie knapp unter 800 Kilo oder um die 800 Kilo. Ja. Ist doch süß, das Gewicht. Ja, ich will weniger Gewicht haben. Damit ich gleich wieder Gewicht drauf tun kann. Erstmal Spure. Ja. Ja. Passt. Und vorne. Kann man das ebenso machen. Reiterspur ist eigentlich immer gut. Reifenmischung. Also der hat serienmäßig keine Reifen, der hat nicht mal Straßenreifen. Ist die Frage, welche Reifen braucht er denn? Weil was ich mit diesem Auto auch machen möchte, ist eine Meisterschaft fahren. Eine Community Herbstmeisterschaft mit Classic Rally. Und dort darf der Wagen maximal auf C-Klasse sein. Nur braucht er überhaupt Offroad-Reifen? Das ist so jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Oder reichen die Serienreifen sogar? So, Bremsweg. 113 Meter rund. Beschleunigung 21,5 Sekunden. Beschleunigung sind wir da ein bisschen. Und 123 Meter. Was war da hier? 121 oder 112? 112. Der Unterschied ist halt schon groß. Ich meine, wann fährt der Wagen erstmal 100 Meilen? Das dauert ja auch ein bisschen, bis er die Geschwindigkeit erreicht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt andere Reifen einbauen möchte. Warte mal. Ne, Oldtimer will ich nicht. Achso, das sind Oldtimer-Rennreifen. Na gut, wenn wir natürlich Offroad-Reifen am passendsten. Aber die haben zu viele Punkte. Ich mache jetzt mal gar keine Reifen drauf. Dafür ein bisschen breiter. So 195er vielleicht. Und mache ich sogar 215er, das sieht schon ganz schön breit aus, ne? Wenn ich jetzt mal so ehrlich bin. Mach mal 195er. War doch 215er, das... Mach ich es mal so. Felgen selber, boah, lasse ich glaube ich auch so und die Größe eigentlich auch. Die gehen sogar 18 Zeller, ach du Heilige. Felgengröße kann ich eigentlich auch so lassen.
Bei Rallye-Autos brauche ich keine großen Felgen. So, Vergaser. Dieser etwas ältere Wagen noch. Hubraum, wir könnten sogar Hubraum auf 2 Liter gehen. Ne, 1,8. Nee. So, Alter, 118 kW und fast. Ja, das ist echt viel. Das ist wirklich sehr viel. So, geht dann wieder Gewicht raus. Ich weiß, ich habe einen Käfig drin, aber der dient eher zur Optik. Die Beschleunigung wird sogar schlechter, wirklich. Also, 9 Sekunden auf 100 und 18,8 auf 100 Meilen. Okay. Und auf 100 wird sogar schlechter? Wegen kein Grip oder was? Aber Bremsweg von 120 Meter auf 19. Okay, da ist keine große Ersparnis. Kann ich den Wagen so leicht machen? 840 Kilo ist jetzt, finde ich, das kann man so machen, ne? Der Wagen bleibt so. Der ist so schön, wie er ist. Auch die Schnelligkeit reicht mir aus. Ich finde den Wagen halt wirklich, ich finde ihn sehr schön. Das kann alles auch so, der Wagen kann hoch bleiben. Und passt sogar hoch wie ein Bus. Den sechsten Gang werde ich allerdings in diesem Auto nicht nutzen. Denn es ist auch sehr mäßig ein Fünfganggetriebe verbaut. Das werde ich auch so lassen. Aber ich hätte gerne kurze Gänge. Ja, ganz kurz. Glaube ich, ein bisschen länger als Serie hätte ich das schon gern. Weil da war das schon wirklich kürzer als kurz. Vielleicht so ähnlich übersetzt wie mein Corsa. Ja, das könnte ganz gut klappen eigentlich. Und mein Corsa ist kurz übersetzt. Hängt doch davon ab, wie man den Wagen ausdreht. Man kann natürlich, ich glaube, bei meinem Corsa war bei 6000 schalten. Der Drehzahlbegrenzer geht bei 6,5 los. Oder ich knall natürlich vor den Begrenzer rein. Das geht natürlich auch. Ob das so gut ist, ist eine andere Frage, aber ich denke, bis 7 kann man mal bestimmt drehen, mein Auto. 7000. Das ist, glaube ich, so ein bisschen zu lang. Kann ja schon mal passieren. Ja, der Wagen, der braucht keinen Spritspargang oder so. Das wäre 5 Gänge mit Spritsparen auch eher schwierig. So, reicht. Ist noch die Frage der Farbe. Natürlich, irgendwie so bei italienischen Autos, so Lancia, Ferrari und so, Alfa Romeo, da sieht Rot schon sehr geil aus. Auch mit diesem Mittelstreifen, mit dem Gelb und, ist das ein Blauton? Sieht schon sehr geil aus. Ohne Streifen finde ich schon den Wagen wieder nicht ganz so geil. Und dann gibt es das Ganze nochmal in Orange. Ja. Und Blau. Das, der Blauton, der ist schon sehr, sehr geil. Will ich mal Blau? Ich mal Blau. Und dazu machen wir jetzt mal weiße Felgen. Felgen finde ich echt geil. Komm. Natürlich Scheibentöne. Nein. Das ist keine Prollkarre. Aber doch ein eher ziemlich seltenes Auto. Vorhin mal bei Wikipedia geguckt. Ich weiß natürlich, Wikipedia ist nicht unbedingt eine Quelle. Kann jeder Idiot was reinschreiben. In Deutschland, dass es von dieser Variante, ich glaube, weniger als 1300 Stück gab. Vorher gab es generell ein paar mehr, aber halt von dieser Variante, von dem 1.6 HF. Davon gab es, ich meine gelesen zu haben, unter 1300 Stück. Damals. Jetzt sind wir ein paar Jährchen weiter. Nämlich schon über 51 Jahre weiter. Jetzt gibt es bestimmt nicht mehr so viele. Oh. Gelber Scheinwerfer bei dem Erledigen. Sehr, sehr geil. Alter.
Der geht aber ab. In 400 Metern rechts. Meine Güte. Ich bin sogar ehrlich zu sagen, ich finde, das ist ein bisschen zu viel Leistung. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich will ein bisschen Leistung rausbringen. Das ist wirklich. Alter. Und vielleicht auch Reifen reinzubauen. Wenigstens Straßenreifen. Falls es mit den Punkten hier irgendwie klappt. Mit weniger Leistung. Der geht am Start übelst ab. So. Wenn ich die Reifen haben will. Komme ich irgendwie auf C-Klasse, ist die Frage. Mit weniger Leistung? Sicherlich. So. Die Vergaser kann ich rausnehmen, das wäre dann ganz easy, aber wenigstens ein leistungshalber die Rennen bauen den Vergaser. Mit 11 kW mehr, das ist doch schon ganz gut eigentlich. Also muss der Wagen wieder schwerer werden. Die hatte ich gar nicht hier reingebaut. Käfig rausbauen, okay. Bringt so gut wie gar nichts. Gewicht ist schon raus. So, Schaltzeit ist auch Wumpe. Reifen beide hinten, ne? Ist doch scheiße. Jo, Alter. Solchen Schlappen hinten. Ich denke mal, wenn ich die vorne weitermache, müsste es mehr Punkte geben. Oh ja. Aber da ist sowas von. Gut, dann kriege ich das. Serienreifen. Jetzt sollte es definitiv besser sein. Klassenlimit auch so gut wie ausgereizt. Und hoffentlich auch ein Spaßmobil. Ist ja bei dem Auto sehr wünschenswert. Ich denke schon. Schon seit Horizon 2 macht man das Ding sehr viel Spaß. Ist echt ein cooles Auto, wie ich finde. Auch Horizon 3 war er super. Natürlich den Motorsportteil bin ich den eher nicht gefahren. Aber so, oh Gott, in Horizon. Das Ding auch schon ganz cool. Wenn man der Frontantrieb der Wagen. Wenn der Innenmotorfeldantrieb, ich würde es einem den Jubel nehmen. Würde ich in Ordnung finden. Ich fahre den mal Frontantrieb. Sehr von hinten. Ich finde die Optik einfach so geil. Diese ältere Lancia oder so, auch Alfa Romeo. Vor allem sind da die alten Autos sehr schön. Die älteren. Chat Delta finde ich sehr gut. Den Stratos, naja. Also, ich sag, von der Optik, meine Lieblings-Lancia-Modelle sind auf jeden Fall Delta und Fulvia. Vielleicht wäre der Fulvia noch ein bisschen mehr als der Delta. Aber wenn beide gerne als auch als HF, geht der 1,6 HF, oder beim Delta der HF Integrale Evo oder sowas, der Evo 2, das ist mir ziemlich egal. So. Du hast dein Ziel erreicht. Classic Muddy Special. Let's go! So, können wir gewinnen heute einen Real Spin 15.000 und den Quartz Regalia aus Final Fantasy. Natürlich hätte ich den ganz gern. Denk daran, behalte die Straße im Auge. Das Herbstpanorama kannst du immer noch genießen, wenn die Meisterschaft zu Ende ist. Okay, was mich wundert, nur zwei Rennen.
Dann scheinen die Strecken wohl etwas länger zu sein. Macht aber nichts. Schön diese Form. Sexy. Und auch ein ziemlich kleines Auto. Also auf Bildern sah der schon ziemlich mickrig aus. Macht aber nichts. Ich sehe einen Volvo links neben mir. Der schöne. Auf Profi. Ja, machen wir mal. Ja, einfach. Just do it. Just try it. Let's go. Genau sowas mag ich halt. Solche Rallye-Strecken mit so einem Auto. Das ist bei weitem nicht so schnell oder so aufregend. Jetzt irgendwie nach einer PS Hypercar fahren. Oder einen krassen, kürzlichen Sportwagen. Also irgendwie, ich weiß nicht. Das ist irgendwie cooler. Ist irgendwie so. Zum Beispiel würde ich auch mal ganz gerne auch mal solche Autos. Das ist was wirklich Langsames. Ich meine, der ist ja einfach, man darf sagen, das Ding ist langsam. Ups. Aber er macht trotzdem Spaß. Oh Gott, ja. Das war echt schlecht einzusehen. Ich hab auch vielleicht mal auf die Karte gucken müssen. Hallo. So. Ach, schön, dass er so klein ist. Das ist ziemlich wendig. Und agil. Keine Süße. Aber ein Rot sieht auch wirklich geil aus. Wir sind bisher jetzt immer in Rot gefahren. Ich dachte, ein rotes Auto ist ja irgendwie langweilig. Nehmen wir einfach mal ein Blau. Die Streifen sind ja trotzdem da. Ich glaube auch, die Streifen nicht nur der HF. Dann sind es auch die normalen Modelle. Das weiß ich halt gar nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so ein bisschen exklusiv war. Das HF-Modell. Das ist herrlich hier im Herbst. Schöne Landschaft, ein wunderbares Auto. Schöne Rallye-Strecke. Oh, so lang ist der gar nicht. Also 60. Das geht eigentlich. Es ist schnell genug für solche Strecken. Ich glaube, wenn man hier mal echt lang fahren, wird einem so ein Auto definitiv reichen. Wahrscheinlichkeit, ja. Davon bin ich stark überzeugt. Der Wagen wird dreckig. Oh nein! Ich dachte, der sieht dreckig noch besser aus als sauber. Das ist ja das Schöne bei solchen Autos. Wenn Auto, wenn es dreckig ist, denke ich mir, oh Gott, dann muss mein Auto wieder waschen. Ja, wenn das dreckig ist, denke ich mir so, oh Gott, Pfütze! Nein! Denke ich mir eher, warum waschen? Der sieht doch so viel besser aus, wenn er schmutzig ist. Wenn er benutzt wurde. Hat jemand gesehen? Oh nein, wieder waschen! Nein! Ich will den Wagen nicht sauber haben. Lass mich bitte so dreckig, ja? So, vorsichtig. Wenn ich wieder gegen das Haus fahren. Ist mir quasi noch nie passiert.
So. Easy Sieg. Das ist bei diesen Meisterschaften aber meistens so, weil auch selbst auf selbst erstellten Strecken sind die Driver-Tage meistens nicht so gut. Was verständlich ist, weil natürlich Plaggon kann die Driver-Tage auf ihre eigenen Strecken, ich sag mal, programmieren, aber halt auf erstellte Strecken, das geht halt schwer. Dass sie da halbwegs gut fahren. Ah, naja. Rennen gewonnen. Perfekt. Für die erste der Meisterschaft. Weiter entfällt noch, was ich hoffentlich auch gewinnen werde. Wenn nicht, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, habe ich nichts gegen. Was soll ich an den Wagen fahren? Dann bin ich glücklich. Ich hoffentlich auch. Mir wieder ein Vergnügen, diesen Wagen zu fahren. Weil das macht solche Autos auch gerade reizvoll, wenn sie mal nicht so schnell sind oder nicht so krass sind, dass man auch mit geringerer Geschwindigkeit genauso viel Spaß haben kann wie mit anderen Autos. Das ist doch eigentlich sogar ein Positivpunkt. Wenn sie trotzdem immer noch so viel Spaß machen. Ja, da fahre ich hin. So, Innenraum. Im Holz, oh, sieht nicht schlecht aus. Das Lenkrad, das sieht ziemlich riesig aus. Ja, vielleicht zum Auto. Darf ich noch 160? Ja, das geht eigentlich ziemlich schnell. Beschleunigung. 160. Völlig ausreichend. Das blitzen lassen. 190. Na fast. 188,42. Für die Straßenreifen tut dem Auto eigentlich ganz gut. Ich glaube, jetzt die Rennreifen, das braucht der auch nicht. Nicht mit der Leistung. So. Mal wieder runterschalten. Schöner Saugmotor. Weil in dem Ding, Alter, so ein kleines Auto, 1,6 Liter. Das fand ich schon ziemlich groß eigentlich, als ich das erstmal gehört habe. Das ist schon eigentlich ganz schön viel Hubraum für so ein kleines Auto. Ich hatte keine genauen Maße, weil mein Corsa sicherlich größer als dieses Auto. Meiner hat 1,2 Liter Hubraum. Aufsauger. Mit der Wagen 50 PS mehr als meiner. Und wie ich 300 Kilo weniger. Wie geil das sein muss. Ganz schon mal. Der Käfig, der sieht irgendwie cool aus. Mein Corsa hat zum Glück keinen Überrollkäfig. Brauche ich auch, glaube ich, mal nicht. So. Zielklasse auch. Schnell genug, reicht definitiv. Ich würde selber auch gar nicht weiter so krass hochtüren. Wenn wir vielleicht mal probieren mit mehr Leistung, aber dann mit Heckantrieb. Das könnte man mal probieren. Mal umzubauen. Ich will doch mal gucken, was denn der Motorswap war. Dieser rein Vierzylinder, VVT. VTT, wie auch immer. Ob das der aus dem Delta ist, weiß ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Das Swap würde auf jeden Fall Sinn machen. Lassen bitte. Ah, drei Ründchen. Okay. War das gut, was wir getroffen? Er bremst eigentlich ziemlich gut, finde ich. Kann ich mein Leben. Ja. Sagt Fabian, wie er da gerade sich verbremst hat. Wieder perfekter Zeitpunkt. So, was haben wir hier Schönes? Das wir gerade nicht erkennen.
Das war der Talbot. Sunbeam Dings. Ist der Talbot Sunbeam Rotus oder wer ist der? Oder nur Talbot Sunbeam? Keine Ahnung. Schöne Strecke, aber ich finde sogar ein bisschen zu viel Asphaltanteil. Ich könnte ruhig genug Strecken nehmen, komplett hier aufgerutscht sind. Selbst auf Profi keine großartige Herausforderung. Ich hätte sogar vielleicht noch einen Schlagbar machen können. Aber weiß ich ja nicht vorher, wie die Strecke ist. Ups. Also nein, hier war der Brems. Gut. Auch finde ich auch schön langsame Kurven. Dass mein Wagen, denke ich mal, ziemlich zugute kommt. Der Geschwindigkeitsbereich. Hier relativ lange gerade. Passt aber noch. Könnte nur mit zwei oder mehr Autos ein bisschen eng werden. Die Strecke könnte sogar noch ein bisschen länger sein. Aber sonst nicht so gut. Ich höre tolle Musik, die hier läuft. Da irgendwie sonst drüber reden muss. Ich finde, es sollte so einen Sound-Modus, einen YouTuber-Modus geben oder so einen Twitch-Modus. Dass generell alle Musik im Spiel ausgeschaltet wird. Auch bei den Horizon Stories, wenn man da als Kapitel anfängt, setzt man einfach immer Musik, dass die auch direkt ausgeschaltet wird. Dass im Rennen Musik aus ist, dass die Lademusik aus ist. Das würde mich freuen, wenn sowas, geben würde. So, das heißt für mich noch einfacher machen. Ich glaube, hier die Musik jetzt gerade läuft. Das würde ich auch gerne aushaben. Falls es irgendwie Probleme geben sollte. Man weiß ja nicht. Auch wieder Musik. Oh Gott, ich bin hart verbremst. Nee, das sehe ich jetzt aber mal nicht ein. So. Bin auch verbremst, aber es geht noch. So. Und zack. Neues Ziel. Das war es ja eigentlich auch schon, ne? Das war doch eigentlich nur zwei Rennermeisterschaft. Genau. Ich habe es Meisterschaft 2 abgeschlossen von der Community. Zack, zack, zack. Muss das Ganze hier mindestens auf Experte fahren. Den Quartz Regalia gewonnen. Einen Wheelspin gewonnen. Und 15.000 Credits gewonnen. Wobei mir das Auto natürlich am liebsten ist. Wie in den meisten Fällen. So. Ja, ein bisschen Einfluss, Geld, bla bla bla. Ist alles untergeordnet. Ich könnte ja noch mal. Wollen wir ein bisschen länger vielleicht die Folge? Ich könnte ja mal einfach mal ganz kurz was testen. War, das Tuning speichere ich mal. Und ich baue den Wagen jetzt mal auf Heckantrieb rum. Genau. Fahre da damit noch mal kurz ein Rennen. Mal so den Vergleich einfach zu sehen. Also Heckantrieb, mehr Leistung. Ein bisschen mehr lassen. Jetzt keine, ich baue jetzt ja keine 300-400 kW rein. Das mache ich auf keinen Fall. Das mache ich eigentlich immer als Allrounder und guter Allrounder. In den meisten Fällen mache ich das so. Wenn ich Setups freigebe.
So. Dann, ja, komm. Heute besonderes Auto, also auch besondere Folgenlänge. Arad würde auch gehen. Wird der Wagen sogar gar nicht mal so viel schwerer werden. Das geht eigentlich voll in Ordnung. So, Vergaser, der war ja bereits drin. Ist auch das Renngetriebe eigentlich drin? Ne, okay, ist jetzt aber auch ziemlich egal. Schreibe nur daher. Ich eigentlich auch. Einfach nur Leistung. So 150 kW vielleicht. Oh, das wäre auch schon. Das ist schon sehr schnell. 150 kW für so ein Auto. Brauchen wir 146 kW. Ich denke, das reicht. Dann fahren wir noch ein kurzes Rennen. Da muss ich wohl meine Offroad-Strecken später mal fahren. Mit einem anderen Auto. So, Autosammler. Sehr schön, aber ich hätte gern ein Pfadrennen. Nehmen wir ein schönes. Nee. Das kann ich, was ich jetzt nehmen soll. Nimm einfach mal das hier nochmal. Ja, das mache ich heute noch. Die Zeit nehme ich mir. Auch wenn die letzten beiden Folgen noch eher etwas kürzer waren. Oder eigentlich meine eigentliche Folgenlänge eher angepeilt haben. Heute mal eine Ausnahme. So, ist mir egal. Jetzt mal auf Heckertrieb das Ganze. Gucken, wie sich das fährt. Kann sich besser fahren, kann sich schlechter fahren. Allrad, glaube ich, macht bei dem Auto jetzt noch nicht so viel Sinn. Nicht bei der Leistung. Und eigentlich generell, wenn ich Offroad fahre, baue ich meistens Allrad rein. Was auch Sinn macht. Aber ganz ehrlich, bei der Leistung, das ist nicht notwendig. Jo, Alter. Okay. Ja, der Wagen geht ein bisschen quer. Geht aber sowas von quer. Okay. Das ist eine ziemlich bescheuerte Idee, habe ich jetzt gerade gemerkt. Auf Heckantrieb. Wenn man sieht, selbst mit 150 kW auf Heckantrieb. Ja. Wir sehen, was der Wagen macht. Geradeaus fahren. Eher schlecht möglich. Also, Vollantrieb ist dann wohl die beste Wahl. Noch bei der Leistung, das passt so, bei dem Auto. Das denke ich mal ganz in Ordnung. Kleines, süßes Auto. Blauton passt. Alles passt, macht Spaß. Und wie man sieht, also der Regalia ist wirklich einfach zu gewinnen und auch ziemlich schnell. Da muss man jetzt kein Held für sein, um das zu gewinnen. Das ist wirklich kaum eine Herausforderung. Naja. War doch ein bisschen Überlänge, aber macht nichts. Dann danke fürs Zuschauen. Den Quarz werde ich übrigens auch bald fahren, den Quarz Regalia. Vielleicht auch die andere Variante, das Offroad-Kit. Mal gucken, was ich da nehme, ob ich den normalen nehme oder den mit Offroad. Würde ich mal eine lustige Folge. Also bis zum nächsten Mal und...